Willkommen zusammen zu einem weiteren Tutorial über Terra Life Plus. Heute geht es um das Thema Mischsilage, denn mich haben ganz viele Kommentare erreicht. Ja, erklär mal bitte, wie das mit der Mischsilage funktioniert, wie stelle ich die her, teilweise was ist es überhaupt? Und das werde ich euch ausführlich in diesem Video hier zeigen. Welche Möglichkeiten das ihr habt, ihr seht hier schon die Presse von Göweil, aber es gibt tatsächlich auch eine Alternative, mit der ihr das Ganze machen könntet. Also, worum geht es prinzipiell? Es geht einfach darum, ihr könnt grundlegend ja für die Fütterung von euren Tieren eine Futtermischung herstellen. Das passiert in der Regel, indem ihr hier so einen Futtermischwagen habt. Und in so einem Futtermischwagen könnt ihr ja quasi verschiedene Mischungen herstellen. Mischration Kälber zum Beispiel, Jungvieh ab dem 10. Monat, Milchvieh ab dem 18. Monat und so weiter und so fort. Das sind quasi Silagemischungen, auch Mischsilage genannt. Und Standardmilch einfach mache ich jetzt hier mal wieder. Diese Mischsilage kann ich auch in Form von Ballen machen. Also in Realität passiert es so, dass man alles, was in diese Silagemischung rein muss, zum Beispiel jetzt Maissilage, Grassilage und Mineralfutter, das mische ich zusammen als Rohmaterial, dann presse ich das zu einem Ballen, wickel den ein und dann siliert das Ganze in den Ballen zu meiner Mischsilage. Und diesen Mischballen hier, jetzt Mischration Milchvieh ab 18. Monat, ist in dem Ballen hier drin. Wenn das dann fertig gegoren ist, kann ich das meinen Tieren füttern, ohne dass ich direkt dann, wenn die Hunger haben, irgendwie im Futtermischwagen aktiv werden muss und das Ganze mischen muss. Hier im LS funktioniert das ein bisschen anders. Hier muss man das wie folgt machen. Überlegt euch einfach, welche Mischung möchtet ihr denn jetzt gerne herstellen? In meinem Fall zum Beispiel einfach Mischration Milch einfach. Das ist einfach für Milchkühe eine einfache Mischung. So, der Futtermischer ist jetzt gerade leer. Und ja, wenn ihr jetzt hier davor steht, vor dem Futtermischer, wie kann man es denn am besten lesen? So vielleicht. Dann seht ihr im F1-Menü hier oben, drei rote Slider. Diese drei Slider müssen wir jetzt zwingend befüllen. Und zwar ist da der erste, passend auch die erste Zeile in dem, was jetzt unten in der Mitte angezeigt wird. Das unten in der Mitte mit Kategorie derzeit Min-Max Possible Inputs wird nur angezeigt, wenn ihr nah an dem Mischer dran steht. So, und dann seht ihr für Grobfutter Energie Eiweiß brauchen wir mindestens 10% Anteil, maximal 90% Anteil und wir können Maissilage oder Ganzpflanzensilage nutzen. Also eins von beiden. Man muss nicht beides reintun, eines genügt. Und das ist jetzt der Unterschied zur Realität. Hier im LS machen wir unsere Mischsilage schon mit fertiger Silage, die dann zu einem Ballen gewickelt wird. In Realität würden wir jetzt frischen Mais nehmen. Oder frisches GPS. Das ist der einzige Unterschied. Aber ja, mal schauen, wann das irgendwann geändert wird. Das heißt, ich mache jetzt erstmal einen ersten Slider. Ich habe hier Mais-Silage jetzt drin. So, und füllen wir das Ganze hier einmal oben rein. Liter. So, dann sehen wir jetzt hier schon, jetzt haben wir natürlich davon 100% drin. Dann sehen wir brauchen natürlich auch Grobfutter-Eiweiß. Minimum 10%, maximal 90%. Wiesensilage, Kleesilage, Kleegrassilage oder Luzernensilage. Eins von diesen vieren brauchen wir. So, theoretisch ist es ja tatsächlich so, ihr habt dann die Silage hier nebenan in einem Silo, dann nehmt ihr die raus und füllt in den Futtermischer. Der Einfachkeit halber mache ich das jetzt quasi so, dass ich das über das Easy Dev Tool einmal da reinfülle.
So, was brauchen wir denn? Kleesilage war die Möglichkeit. Oder Kleegrassilage. Wollen wir die hier auch rein? Zack. Dann schauen wir nochmal. Wir brauchen jetzt noch Raufutter. Das ist der Part Heu. Weltgrasheu, Luzernenheu, Wiesenheu oder Kräutergrasheu. So, Luzernenheu. Auch wieder mindestens 10%, maximal 90% war das Ganze. So, jetzt ist er eh voll. Ich habe alles leider entsprechend eingehalten. Was ihr halt unbedingt beachten solltet, wenn ihr das Ganze macht, schaut einfach, dass ihr von keinem Part zu viel reinbekommt und dass ihr von jedem Part das Minimum, was ihr braucht, reinfüllt. Ansonsten kriegt ihr keine gültige Füllung hin. Natürlich, wir haben hier noch Grobfutter, Basis, Saftfutter, Mineralfutter, Melasse, Wasser, Raufutter, Getreide, Energie, Ergänzungsfutter, Würzelfrüchte und so weiter. Mit möglichen Inputs, wo wir jeweils eins davon nehmen können. Es ist nicht zwingend vorhergesehen, es hat 0%, aber wir können trotzdem 1-2% von dem jeweils reinfüllen. Es ist euch überlassen, ob ihr das reinfüllt oder nicht. Möglich ist es. Ich lasse es der Einfachheit halber jetzt quasi hier weg. So. Heißt, den können wir ausmachen. Brauchen wir den hier. Machen wir den einmal an. Dass wir das einmal zu einer gültigen Mischung mischen. Ihr seht schon, steht schon dran. Mischration einfach. Ich bin jetzt an der Göweil Vario Master hinten so hingefahren, dass ich einfach mit I überladen kann. Dann seht ihr, das füllt sich dann da rein. Und dann habe ich jetzt hier, da liegt schon Mischration einfach Ballen, den nehme ich jetzt erstmal zur Seite. Pack den hier hin. Muss ich mal meine Presse anschalten. So, da kommt direkt der nächste runter. Der kommt auch mal zur Seite. Und jetzt funktioniert es ganz einfach so, dass hier vorne der Ballen gewickelt wird mit Mischration. Wenn der gewickelt ist, wird er einmal abgelegt. So, wir müssen unsere Presse auch anschalten. Dann wird aus dem Bunker hier hinten die Mischung entnommen. Wird einmal hier vorne hin überführt. Kommt in die Presskammer und wird zu einem Ballen gepresst, der jetzt hier gleich rauskommt. Wir sehen das auch schön oben links in der Übersicht. Die aktuellen Füllstände. Ballengröße gehen mit der 125 und 150 cm. So, und dann wird es hier einmal schön gewickelt. Der hier kann weg. Könnt ihr entsprechend hier zur Seite legen. Und dann können wir hier auch wieder weiter überladen. Dass wir hier hinten entsprechend genügend in der Kammer haben. So lange, bis einmal unser Mischer leer ist. Wenn der Mischer leer ist, können wir direkt wieder füllen mit der nächsten Ration. Und den Bunker von der Vario Master wieder auffüllen. So, dann müssen wir natürlich hier vorne immer die Ballen wegnehmen. Dass dann der nächste gepresst werden kann. So. Die Sache ist jetzt die, ihr habt jetzt hier fertige Mischration in Form von Ballen. Die ist schon fertig gegoren, die muss nicht mehr gären, die könnt ihr eigentlich sofort den Tieren füttern. Ihr seht, mit TerraLife Plus haben wir ein Verrotten-Feature. Aktuell steht hier verrottet 0%. Achtet bitte darauf, wie lange die brauchen, bis die verrottet sind. Dazu habe ich ja entsprechend ein extra Video gemacht, wo ich das Ganze getestet habe. Das ist im Kompost-Video einmal inkludiert. Und ja,
Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, ihr habt einen Stall, er hat einen Ballenauflöser. Also ihr könntet da quasi mit den Ballen hergehen, so wie er ist. Könntet den Ballen einmal in den Stall bringen. Und hier ablegen und der Stall nimmt den direkt automatisch an. Oder vielleicht müsst ihr den hier auch aufschneiden. Und der Stall nimmt den Ballen an. Aber in meinem Fall nimmt er den Ballen jetzt hier nicht an, weil das dieser Stall in dem Fall nicht unterstützt. Es kommt halt wirklich drauf an, was habt ihr denn für einen Stall. So. Der Stall nimmt den Ball nicht an. Das heißt, hier muss ich mich jetzt einer anderen Möglichkeit behelfen. Wenn der Stall den Ball annimmt, dann habt ihr eh gewonnen. Dann ist es für euch viel, viel einfacher. Für all diejenigen, die mach den mal kurz aus, die einen Stall haben, der die Ballen nicht direkt annimmt, die können jetzt entweder sich die Mod holen zum Ballen aufschneiden. Ihr könnt dann mit C den Ballen aufschneiden, dann spawnt der einmal so als loses Mischfutterration auf dem Boden, dann könnt ihr mit einem Radlader, mit einem Frontlader die ganze Mischration in den Stall reinfahren zum Füttern. Oder ihr nehmt einfach wieder einen Futtermischer, nehmt hier den Ballen, füllt den Ballen einmal da oben rein. Zack. Ihr seht schon, der löst sich da drin jetzt langsam auf. Und ihr habt dann in dem Mischer wieder Mischration einfach aufgelöst und könntet das Ganze dann entsprechend direkt mit dem Mischer hier den Tieren füttern. Klar, sicherlich werden jetzt einige sagen, hey, doch voll der Schwachsinn, das irgendwie als Ballen zu machen, dann muss ich es wieder hier reinmachen, das ist ja extra Arbeit. Ja, es kommt wirklich drauf an, habt ihr einen Stall, der direkt die Ballen unterstützt, oder habt ihr einen Stall, der die Ballen nicht unterstützt? Und selbst wenn ihr einen Stall habt, der die Ballen nicht unterstützt, macht es Ganze Sinn, das hier in Ballen zu machen? Denn es kann ja sein, ihr habt volle Silos, aber die Ernte steht schon wieder an. Dann macht ihr das einfach zu Ballen. Die Ballen könnt ihr in andere Form lagern. Ja, und ihr habt zusätzlich noch ein neues Feature, was ihr nutzen könnt. Genau, jetzt habe ich vorher gesagt, ich habe hier einmal die Göweil-Presse, die Vario Master. Es gibt ja von Göweil einmal die Vario Master, die hier, oder die LT Master. Könnt ihr quasi mit beiden machen, ist euch überlassen. Mit einer normalen Ballenpresse, wenn ihr irgendwie die Mischration hier auf dem Boden liegen habt, die aufsammeln zu Ballen pressen, das geht nicht. Aber für all diejenigen, die das Göweil-Pack nicht haben, von Castor, vom Deutsch-Schweizer Gras-Service, gibt es eine Presse. Und zwar die Pöttinger Impress 200 VC Multibaler. Ich habe die mal in einem Video vorgestellt und ich habe die auf unserem Thüringen-Server damals auch schon fleißig im Einsatz gehabt. Und unter anderem auch so Mischrationen hergestellt. Ich verlinke euch das Ganze mal. Die könnt ihr alternativ nutzen, wenn ihr kein Göweil-Pack habt. Oder sagt, hey, ich gönne mir das Göweil-Pack immer noch, weil es auf alle Fälle ein sehr, sehr cooles DLC ist. Aber ich sage euch auch schon mal klar, die Göweil-Sachen, zum Großteil wird es direkt im 25er auch geben. Also ihr könnt auch theoretisch darauf warten. Falls ihr irgendwas vorbestellen wollt, nutzt meinen Code RACING. Links findet ihr unter dem Video oder halt bei uns im Discord. Da findet ihr komplett alle Links. Ja, soweit zu dem Thema Mischrationen herstellen
was kann man alles machen, was geht alles. Das war jetzt halt nur ein Beispiel. Gibt ja ganz viele Mischrationen, die ihr herstellen könnt. Könnt ihr tatsächlich alle als Ballen herstellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, weitergeholfen. Dann lasst mich das gerne mit einem Kommentar als Feedback wissen. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.